Ah, okay. Da vorne scheint das Cockpit zu sein. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Na gut, dann improvisieren wir mal. Ich folge ihm einfach mal. Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Port. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Oh, scheint eine Rauchgranate zu sein. Okay. Auf mein Zeichen. Dann wollen wir doch mal. Ach, Traum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier, all diese... So, wieder ein paar Quicktime-Events. Ah, sehr schön. Ja, das Cockpit gehört jetzt wohl uns. Das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen. Immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Okay. Okay, unentdeckt zum Ballsaal. Huh, das wird was. Wo auch immer der Ballsaal sich befindet. Gut, machen wir uns mal auf die Suche. Verdammt, Bailey. Vergiss immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Sind aber gerade jemand zu hören? Wahrscheinlich hier. Da. Ja, ab. Sehr gut, den haben wir auch. Wahrscheinlich hier lang. Ah, Schloss knacken. Alles klar. Und offen. Das sind zwei oder mehr. Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Okay, gehen wir mal hier hoch. Aber halt dich am besten von den Docks fern. Sprich besser nicht drüber. So, hier ist niemand. Hier ist auch erstmal die Luft rein. So. Beide haben sich wohl getrennt. So, hier ist einer. Sehr gut, den haben wir. Das war Nummer 1. Da ist der zweite. Ich hoffe, das waren noch die einzigen beiden. Erstmal. Wo gehen wir lang? Hier? Sind die anderen in Position? Ei. Unser Lord Hastings dürfte so klug wie zuvor sein. Hier ist auch wieder zwei Stück. Die biegen da ab. Thank you.
Dachte eben, da sitzt einer. Da ist aber keiner. Okay, das dürfte wohl... dürfte uns wohl ein bisschen näher bringen. Ja, Ballsaal, sehr gut. Beziehungsweise Foyer des Ballsaals. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan. Recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt. Er sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreicht. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gellert hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, weil es die Situation erfordert. Wir fahren wie geplant fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ein Scharfschützengewehr, sehr geil. Okay, wen oder was darf ich erledigen? Ein Schalldämpfer. Also Tesla hat auf unseren Rat gehört, in Kapitel 3, glaube ich. Auf Position. Und hat einen Schalldämpfer dran gebaut, richtig geil. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen gestohlene Uniformen der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. In der Tat. Halten mich auf dem Laufenden. Identifiziere die getarnten Rebellen. Ein Abzeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weiter suchen. So, da ist noch einer. Kann die richtige Schulter nicht sehen. Da ist noch einer. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Ah, okay. Da ist noch einer. Ich sehe nichts. Ah, der dreht sich nicht. Ah. Kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Ah, da ist noch einer. Abzeichen. Auch kein Abzeichen. Bestätigt. Ah doch, der hat ein Abzeichen. Aber Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt. Waffe geladen. Weidmanns Heil. Lucan! Rebellen! Holt Hastings da raus! Shit! Bringt ihn hier raus! Nur einen habe ich jetzt erledigt gerade. War blöd, ich hätte einen anderen. Ich konnte mir jetzt nicht merken, welcher von denen getarnt war. Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir! Ah, verdammt, ey. Okay, wo sind sie denn überall? Da drüben. Sehr gut. Unten anscheinend noch mehr als genug. Da ist noch einer.
Okay, die scheinen jetzt komplett auszurasten, die Typen. Ach komm. Ich treffe den nicht. So, kurz nachladen. Ich glaube, ich versuche erstmal die da unten. Verdammt. Oh Gott, war das knapp. Okay, so viel Munition habe ich nicht mehr. Verfluchter Mist. Da ist noch einer. Puh, im Lauf. Da ist noch einer. Waren das alle? Nein. Bastarde. Ich glaube, hier ist noch einer. Komm raus. Yes. Puh, noch 11 Schuss. Ach nee, eine normale Waffe habe ich auch. Was habe ich hier? Noch eine Rauchgranate oder eine Granate? Scheint sauber zu sein. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt nach unten. Das heißt, die Sniper lasse ich mal weg. Okay. Ah. Shit, wo war der denn? Du gehörst mir, Ritter. Da ist einer. Ich hoffe, dass von hinten jetzt erstmal keiner mehr kommt. Verfluchter Mist. Komm, zeig deinen Arm. Irgendwo scheint noch einer zu sein, da drüben. Immer wieder nach hinten schauen. War's das erstmal? Puh, probieren wir es einfach mal. Das ist kein Weg. Gellert, die Rebellen leisten heftigen Widerstand. Wie viele von denen sind auf dem verdammten Schiff? Zurück, Wesker! Meine Freunde, die Wachen der Kompanie sind... Gott, hat er mich erschrocken. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Der hat mich aber krass erschrocken gerade.